Hallo Leute, ja, wir sind hier in Voxel Tycoon und Tante Mimi hatte geschrieben, dass ich da irgendwo einen Zug auf der Brücke habe, also dieser hier wahrscheinlich mit dreimal Baumstämme und zweimal Bretter, oder nee, das sind keine Bretter, das sind sogar Bretter und das sind sogar drei verschiedene Arten, also noch schlimmer. Und die werden wahrscheinlich nirgendwo gebraucht oder nicht alle irgendwo gebraucht. Da müssen wir mal gucken, dass wir das hier, da ist auch wieder so ein Mischzug, vielleicht passt das alle nicht. Müssen wir in dieser Folge auf jeden Fall schauen, dass wir das alles ein bisschen kontrollieren, aber es wird verdammt viel zu kontrollieren sein. Das hat Tante mir, glaube ich, auch schon geschrieben. Stahlträger gingen bankrott, aber die haben wir bestimmt zum Glück nicht gehabt. Aber wir müssen halt gucken, dass wir jetzt hier das voranbringen. Nach dem Logo gehen wir auf den Großbildschirm und dann schauen wir, dass wir da irgendwas machen können. So. Also dieser Zug, Meldestadt 5 nach Borgentreich Nord. Ist das hier Borgentreich Nord? Nö, der fährt sogar noch woanders hin. Hier, der sieht man schon mal, dass der da nicht abgeladen hat. Wo ist denn Borgentreich Nord? Ist das hier hinten? Nein, oder doch? Wo ist das? Doch, hier ist das. Hier werden Steine, hier sind es. Und was ich hier, hier ist nur die Holzstämme, das ist das Einzige. Und die kommen jetzt nicht an und dann geht das nachher noch bankrott, ey. Das wird noch schlimmer sein. Gut, ja. Details. Baumstämme. Baumstämme. Zug 12. Fahrplan war das, ne? Ja, das passt dann schon mal. Okay, die sind jetzt zwar weg, aber ist nicht so schlimm. Aber wir müssen gerade schauen. Warum fährt er nicht? Warum fahren die nicht? Ist der hier das Problem? Wahrscheinlich. Der hat ein Vorsignal, der hat auch ein Vorsignal. Wenn ich den wegschicke, aktuellen Auftrag überspringen, fährt er dann? Ja, der fährt dann. Vielleicht hilft das schon. Also der fährt auf jeden Fall weg. Ich hoffe, der fährt dann rein. Oder der fährt weiter. Der fährt rein. Eisenteile, ich glaube, die haben auch nicht produziert. Ach, der fährt da sogar weiter. Okay, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Und dann fährt der auch. Und hier hält wahrscheinlich sowieso doch drei LKWs halten hier sogar. Kann man das verschieben? Ich müsste diese Station eigentlich verschieben, weil dann kann ich hier mit dem Gleis weiterfahren. Oder ich mache aus dem Brückentunnel. Vielleicht ist das sinnig. Hier ist der nächste. Meldestadt 5, Borgentreich Nord. Passt. Da müssen wohl wahrscheinlich jetzt gerade nur noch Baumstämme hin. Und die sollen mal ruhig fahren dann. Hier oben steht auch wieder einer. Vielleicht sollte ich aber nur gucken, wenn sie zurückkommen, dass was noch drauf ist. Bei dem war das ja jetzt auch klar. Obwohl, im Endeffekt ist es bei allen klar, wenn der andere da jetzt auch diese Linie hat, der hier oben auf dem Ding steht. Also erstmal hier gucken. Meldestadt 5. Nee, der fährt woanders hin. Lass den fahren. Und hier geht es jetzt auch nicht weiter. Ja, hier müsste man einen Tunnel haben, ne? Der da drunter her irgendwie geht. Anstatt eine Brücke, weil der Tunnel, der könnte dann hier, dieses Teil wäre hier dann egal. Kriege ich das hin? Gute Frage, ne? Wenn ich das hier abreiße, geht nicht, weil der Zug da steht. Tunnel bauen. Nicht genug Geld, noch besser. Ja, das liegt jetzt daran, weil die gerade hier vielleicht stehen, ne? Fahr du mal auch weg hier, dann geht das erstmal mit den anderen weiter. Der blockiert mir hier gerade irgendwas, ich weiß aber nicht was.
Immer wenn hier einer drin steht, geht es da nicht weiter. Deswegen ist das hier so nicht so praktikabel, was hier gerade läuft. Da wir gerade kein Geld haben, ist es auch noch schwierig. Der fährt jetzt hier lang, oder? Ne, Gefräß abzweigen. Mal gucken, was der entlädt. Der entlädt tatsächlich alles. Warum fährt der jetzt hier nicht weiter? Weil der schon wieder alles blockiert, oder was? Wenigstens wird der leergeräumt und fährt dann sofort ab, oder? Sollte zumindest so sein. Ja, macht er auch. Dieser Bahnhof ist ja an einer schlechten Stelle. Aber da ich kein Geld gerade habe, kann ich auch nichts machen, ne? Und der fährt immer noch nicht, ne? Zum Glück steht da keiner. Jetzt kommt er wieder und dann ist wieder das Gleiche. Der lädt jetzt den Sand nicht richtig, weil hier wahrscheinlich kein Platz ist. Das ist kompliziert. Ah, jetzt fährt er endlich. Auch interessant, ne? Bei dem passiert ja jetzt nichts, ne? Oder Erz ist es, ist ja kein Sand. Hier ist gar kein Erz. Doch, da ist Erz, aber das ist voll. Dann wird hier Erz noch nicht mehr abgeholt wahrscheinlich. Schwierig. Kann ich jetzt aber auch nichts ändern gerade dran. Ne? Gibt es denn hier LKWs, die das noch abholen? Wo kann ich das denn jetzt sehen? Fahrzeuge können entladen, ja. Und was können sie laden? Hier steht alles mit Holz und so, aber nichts mit Eisenerz. Hier gibt es wahrscheinlich, da fährt einer, aber der hat auch was geladen. Wenn der jetzt hier reinfährt, dann wissen wir Bescheid. Ne, der dreht tatsächlich um. Wir müssten mal hier schauen, dass wir hier jetzt erstmal das... Ah, hier ist eine Erzgeschichte, ne? Und hat der auch logistisch mäßig was? Da, Gefräß Südwest. Da fahren zwei LKWs hin. Eisenerz zu Gefräß oben. Gefräßabzweig ist es aber. Wo ist denn Gefräß oben? Gefräß oben. Gefräß Südwest. Das ist das. Und wo ist Gefräß oben? Aber ist ja eigentlich egal, ne? Gefräß Südwest wird da. Nee. Oh Mann, Abzweig. Warte mal, das war jetzt hier. Gefräß unten. Fahrzeug ist unrentabel. Das sind die Züge, die da gerade stehen. Hier fährt doch kein einziger mit Schüttgut. Die haben alle Kohle drauf. Die stehen hier in der Schlange, sehe ich gerade wahrscheinlich. Hier passt was nicht. Fahr du mal schnell weiter. Oh Mann, ey. Entlädt er hier? Ich will's hoffen. Sieht so aus. Aber wäre schön, wenn er entladen würde. Macht er auch nicht. Aber hier passt es doch, oder? Oh
Warum entlädt er denn jetzt hier in den Great Race Südwest nicht? Nichts dran, dass hier kein Lager ist, oder was? 182 Miese, da können wir noch nicht mal was kaufen. Kein Geld dafür. Komm, weißt du was? Lass den gerade erst weiterfahren. Vielleicht können die Geld machen. Also das habe ich ja noch nicht verstanden jetzt hier, ne? Gefräß halt, da müssen wir auch gar nicht hinfahren. Wo ist denn Gefräß halt? Hier ist Heubach. Gefräß Ost, Gefräß Südost, Gefräß Süd, West. Gefräß halt ist hier. Ne, Wirges ist das. Anbau. Unten. Gefräß. Gefräß halt. Das ist schon Heubach, das ist Abzweig. Gefräß halt, hier ist es, okay. Na, das würde noch passen, weil ich glaube, die Verbindungen gehen da alle hin. Genauso ist es. Also das ist noch nicht mal verkehrt, was da läuft dann. Dann passt das. Aber warum laden die dort und entladen nicht hier? Und da steht nämlich jetzt schon wieder einer dann. Bearbeiten. Okay, mach das so erst. Dann fahre ich jetzt auf jeden Fall erstmal durch. Und die können hier vielleicht mit den Baumstämmen oder so Geld verdienen oder den Busse oder sowas. Dann bin ich hier erstmal was, aber es wird immer weniger. Kredit konnte man da auch irgendwo aufnehmen, ne, oder? Wir müssen jetzt hier erstmal was machen, damit wir an Geld kommen, ne? Denke ich. So, Lagerhaus. Muss jetzt dahin. Und da muss jetzt das rein. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Schwierig. Jetzt kommen die da auf jeden Fall gleich wieder. Und hoffentlich entladen die jetzt. Ja, jetzt entladen die. Kriegt ihr dann was? Und geht kaputt, aber. Also hier ist gar nichts Schlimmes. Die haben hier nur zu viel Ware. Okay. Das bedeutet. Schick den mal ins Depot, wenn da zu viele sind, müssen sie nicht alle fahren. Okay, das ist jetzt schon mal so weit geklärt, dass die alle fahren. Hier stehen die jetzt rum, weil nichts passiert. Allerdings ist der jetzt mal endlich entladen und vielleicht liegt es jetzt daran, dass jetzt hier auch wieder was genommen wird. Sehen wir jetzt vielleicht. Hier war es. Wo der es jetzt weggekriegt hat, weiß ich nicht. Weil hier hat sich es nicht geändert. Gibt es noch einen mit? Wahrscheinlich auch nicht. Vom Zug ist auch nichts runter. Nützt nichts, lass den weiterfahren. Damit hier der Bewegung reinkommt, damit wir Geld irgendwo kassieren.
Ist das auch mehr die Stadt? Gefräßabzweig. Ne, der fährt hier hin. Das könnte vielleicht noch gut sein. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das hier irgendwie hinkriegen, dass hier jetzt keiner im Stau steht. Ach, da hinten steht auch einer. Der kann aber nicht. Ach, der wartet hier irgendwo. Oh Mann, ey. Hier wartet auch einer. Hier wartet auch einer. Überall stehen sie. Und der will wahrscheinlich hier rüber oder was? Was läuft jetzt hier falsch? Hier läuft jetzt auch was falsch. Signale. Der blockiert das wahrscheinlich. Das muss ein einfaches Signal, glaube ich, sein. Noch nicht mal dafür haben wir das Geld gerade. Jetzt fährt er nämlich wenigstens ein Stück weiter. Ja, super, das hat uns aber auch nicht weitergebracht. Der steht da und fährt aber nicht nach da. Warum fährt er denn jetzt nicht das Stück weiter? Weil da ein falsches Signal steht, kann das sein? Und das können wir uns jetzt auch gerade wieder nicht leisten, ne? Ja, das mit den Signalen ist ein großes Problem, was ich da gebaut habe, ne? Hier machen sie Vorsignale Sinn, damit die nicht mitten in der Kreuzung stehen bleiben, ne? Der steht jetzt da, der steht da, der steht hier. Ja. Ach, er fährt jetzt tatsächlich. Okay. Hier sowas brauchen wir da. Unten drunter, ja. Okay, hier rollt es auf jeden Fall wieder. Das sieht aus, als ob das erstmal funktioniert. Oh, hier geht es gerade auch. Aber den Tunnel kann ich nicht bauen, wenn wir kein Geld haben. Aber da die Züge jetzt wenigstens wieder rollen. Jetzt stehen die hier zwei sich gegenseitig im Weg, oder was? Weil da müsste doch einer jetzt fahren, oder? Kann doch jetzt nicht sein, oder? Wenn ich den jetzt umdrehe, fährt er dann hier rein? Fährt er jetzt auch nicht. Was passiert jetzt hier? Wie kriege ich das wieder geregelt? Dafür reicht das Geld jetzt auch schon nicht mehr. Auch jetzt fährt der. Vielleicht fährt dann von den beiden einer, wenn der weg ist. Das ist ja der Hammer. So, der ist jetzt gleich hinter dem Signal. Und jetzt fährt erst der. Oh Mann, ey. Jetzt fährt er da rein, dann geht's auch wieder nicht, glaube. Der entlädt alles. Und die beiden sind jetzt hier das Problem. Kann ich den umdrehen, dass der jetzt reinfährt? Ne, der fährt sofort wieder raus. Okay, jetzt fährt der wenigstens schon mal raus. Dann kann ich das Signal wieder löschen, wenn der weg ist. Jetzt fährt der dem hinterher.
Kann er nicht, aber ist nicht schlimm, weil der wird jetzt gleich frei und dann wird er weiterfahren. Das sieht erstmal gut aus. So, jetzt kriegen wir ein paar Mark wenigstens hier rein. Kann ich denn jetzt hier was ändern? Nee, abreißen wollte ich das nicht. Ich wollte das anders bauen. Kann ich das verändern? Nicht. Kann ich die Station umbauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wenn, dann kann man das nur ganz abreißen, ne? Ist ja wieder super. Das hilft mir gerade nicht so viel. Wir sind schon wieder im Minus. Jetzt kommt auch schon wieder einer reingefahren. Hier wurde schon nicht richtig entladen. Baumstämme laufen aber gerade. Werden hier auch entladen, genauso wie die Bretter. Das passt erstmal. 30 Tage unrentabel, dieser Zug. Aber der fährt doch jetzt Holzbalken, Baumstämme, der müsste doch jetzt passen, oder? Auf jeden Fall haben wir hier keinen Stau. Und die fahren ganz weit, weit weg. Laden die, entladen denn die hier? Das ist die nächste Frage, ne? Wird hier entladen? Ja, es wird entladen. Dann wird diese Bude da auch nicht kaputt gehen. Wahrscheinlich haben die wieder zu viel, so sieht's aus. Wenn die doch zu viel haben, dann macht es doch gleich nur Sinn, wenn der entladen ist, den ins Depot zu schicken, weil so viel brauchen wir dann ja nicht. So, jetzt ist er leer und jetzt kann er ab ins Depot. Dann ist wieder einer weniger auf der Strecke. Wenn einer weniger auf der Strecke ist, ist das mit dem Knoten vielleicht auch besser, ne? Tja. Und dann stehen sie sich hier wahrscheinlich wieder gegenseitig im Weg. Schwierig. Post oder was liegt da tatsächlich? Da liegt jetzt Post sogar. Was kann ich hier tun, dass ich das Melrich statt 3. Aber das Problem ist, ich habe hier kein Geld. Ja, ich kann mir jetzt hier laufend gerade Kredit holen, damit ich Geld habe, aber was bringt mir das gerade? Nicht so viel, oder? Straße. Fahrzeugdepot, Terminal. Bushaltestelle. Wegpunkt. Bushaltestelle einseitig. Kriege ich jetzt hier auch nicht hin, wahrscheinlich. Das ist doof. Kann man hier was verschieben? Ich glaube nicht, ne? Das geht auch nicht. Hier würde es jetzt gehen zwar, aber was bringt mir das? Nix. Wenn ich den jetzt baue, eigentlich müsste ich nur den bauen. Kriege ich den hier hin? Nee. Diese Bushaltestelle ist nicht gut. Warum geht die hier nicht hin, ne? Hier, da müsste die doch einfach hingehen. Wahrscheinlich wegen dem Schuppen hier nicht. Ach, das ist auch noch ein Lager. Oh Mann, ey. Und logistisch gesehen ist er mit dem Bahnhof zwar verbunden, aber sonst auch nichts. Das heißt dann doch, dass es mir gar nichts bringt, dieses Häuschen. Da kann ich das auch abreißen.
Ja, wenn da nichts passiert, dann kann ich das auch gleich schließen. Ja, abreißen. Und jetzt ist die Straße natürlich mit weg verschwunden, ist auch klar, ne? So. Terminal. Einseitige Bushaltestelle. Also, die muss ich so bauen. Das wird dann Mellrichstadt 8, oder was? Nee. Der ist dann noch. Okay. Jetzt ist das Mellrichstadt 8, okay. Aber das würde ich jetzt gerne als Mellrichstadt 7 haben, 3 haben und nicht 8. Ab ins Depot. Und auch ins Depot. Und dann reißen wir den nochmal wieder weg, weil das bringt hier uns ja nichts. Da haben wir zwar schon wieder irgendwelche Fahrbahnen umsonst gemacht. Aber den ist gerade halt so. Tolle Meldung. Und ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Weil das kriege ich jetzt hier auch nicht gerade hin. Ist schon viel zu lang, die Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.